Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Glücksplanet Jupiter steht immer noch günstig für euch, wenn es um Spaß, Party oder eine heiße Affäre geht. Aber euer Herrscherplanet Merkur steht in Spannung zur Zwillinge-Sonne und wird am 13. August rückläufig. Vielleicht sendet ihr dann missverständliche Flirtsignale aus. Ihr müsst euch darüber bewusst sein, was ihr in der Liebe wollt. Das ist ganz wichtig. Und wenn das Fragen aufwirft, wäre es eine gute Idee, wenn ihr an der Verlosung teilnehmt. Dann könnt ihr eine Beratung bei mir gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, was so langfristig im Leben der Zwillinge kosmisch los ist. Und das ist so einiges. Das Quadrat Neptun im 10. Haus haben wir ja auch schon oft besprochen, weil der Neptun ja auch sehr, 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 sehr lange da immer steht. Und so auch diesen Monat wieder. Und das können also beruflich gesehen Schwierigkeiten mit einem Chef, der verwirrende Signale aussendet, sein. Oder eben auch, dass man nicht so genau weiß, woran man ist in der beruflichen Situation. Aber für eure Beziehungen bedeutet es einfach, dass das Thema Wahrheit und Klarheit sehr, sehr wichtig ist. Es kann sowohl sein, dass ihr selber missverständliche Signale aussendet, als auch es sein kann, dass ihr in Kontakt kommt mit Leuten, die nicht so ganz die Wahrheit sagen oder ein Geheimnis haben. Und deswegen gilt eben auch für die Zwillinge ganz stark die 90-Tage-Regel. Jede neue Beziehung sich erstmal 3 Monate lang so ein bisschen mit so einer bisschen Distanz anschauen, bevor man da in die Vollen geht. Auch wenn es schwer fällt, denn ihr Zwillinge seid ja spontan und wir haben viele Partykonstellationen in diesem Monat. Dieses Quadrat spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 2. bis 6. Juni. Und da kommt ja dann jetzt noch das Halbquadrat von Uranus dazu, der ja seinerseits wieder ganz gut zur Zwillinge-Sonne steht. Aber das bringt ja, wie schon besprochen, in der kosmischen Schwingung diese Problematik mit sich. Man lernt Leute kennen, die sich in ihrer Situation nicht so ganz klar sind und muss sich das eben genauer anschauen. Und das beginnt diesen Monat und dauert dann 3 Monate, dieser Aspekt. Dann haben wir das Trigon, also den positiven Aspekt zu Jupiter, der bei euch im 5. Haus der Lebensfreude steht. Eigentlich ein sehr schöner Aspekt. Eben für Spaß, für Party, für Lebensfreude, für eine tolle Sexualität und auch für Wachstum in dem Bereich. Insofern super, aber der Wermutstropfen ist in diesem Monat, dass sich dann da ja auch noch das Quadrat zu Pluto dazu gesellt. Und das ist ein bisschen schwierig. Das kann vor allen Dingen auch Zwillinge in fester Beziehung betreffen, denn der Pluto steht eben im Bereich der festen und verbindlichen Beziehung. Und der Jupiter steht im Haus der Affären, also ist besonders für diejenigen, die vielleicht eben eine heimliche Affäre am Laufen haben, ein bisschen schwierig. Ganz allgemein bedeutet dieser Aspekt, dass es zu Geld- und Schuldenproblemen kommen kann, weil man eben vielleicht jemanden beeindrucken will und sich dafür in Schulden stürzt. Oder in eurem Fall könnten es vielleicht auch Geldprobleme sein, die dadurch entstehen, dass ihr durch Vergnügung oder für Vergnügen zu viel ausgebt und dann eben hier mit dem kritischen festen Partner, also vielleicht benutzt ihr die Kreditkarte eures Partners und haut da fröhlich auf die Pauke und hinterher ist dann das Erwachen böse. Also passt da ein bisschen drauf auf. Es lohnt sich wirklich nicht für solche Sachen dann. Geld auszugeben, wo man dann nachher Schwierigkeiten hat. Und dieses Quadrat geht auch nur noch bis zum 20. August, dann löst sich das auf. Also bis dahin müsst ihr dann einfach noch ein bisschen aufpassen. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und dem 14. Juni Geburtstag haben. Genau. Ja, dann haben wir noch eine ganz spannende Konstellation. Wir haben nämlich noch die Opposition hier für euch zur Lilith und zum Saturn und die bilden im August eine Konjunktion, also die wirken jetzt gleichzeitig ein auf euch. Das ist natürlich sehr spannend, ihr habt ja schon länger mit Saturn im Partnerhaus zu tun, das kann eine schwierige Situation mit dem Partner sein, der kann abwesend sein, nicht zur Verfügung stehen, unter Stress stehen, schlecht gelaunt sein, haben wir ja schon häufig darüber gesprochen, aber jetzt mischt sich eben noch die Lilith dazu. Und das kann einerseits vielleicht bedeuten, dass der Partner jetzt besonders kompromisslos auch ist. Ne? Also, dass ihr dann erlebt, wenn ihr das ansprechen wollt, dass ihr dann da wirklich auf Granit beißt. Es kann auch sein, dass ihr hochinteressanten Leuten begegnet,
mit denen ihr denkt, Mensch, mit denen könnte man was auf die Beine stellen, aber die sind eben Lilith sehr kompromisslos, wenn sie auch sehr faszinierend sind, machen eben kompromisslos ihr Ding. Das ist für viele Zwillinge auch sehr, sehr spannend. Also achtet mal bitte drauf, wie sich das bei euch so zeigt. Es kann auch eine Konkurrentin in Liebesdingen bedeuten, ne? Lilith im Partnerhaus, also wenn die meisten meiner Zuschauerinnen sind ja eben Zuschauerinnen, sind Frauen. Und wenn die dann im eigenen Partnerhaus die Lilith haben, kann es auch eine andere Frau sein, die dann hier vielleicht versucht, ihnen den soliden Partner Saturn auszuspannen. Und der interessiert sich vielleicht sogar auch dafür, ne? Also da solltet ihr dann ruhig mal die Augen offen halten. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 15. Juni Geburtstag haben. Genau. Dann haben wir noch den Sextilaspekt zu Uranus. Der steht eben günstig zur Zwillingesonne und bringt frischen Wind in eure Beziehung, frischen Wind in eure Freundschaften, vielleicht auch in eure gesellschaftlichen Aktivitäten. Das ist eigentlich alles sehr positiv. Aber der hat ja jetzt auch dieses Halbquadrat zu Neptun. Das heißt also auch die Geburtstagskinder, die den Uranus-Aspekt haben, die zwischen dem 18. und 21. Geburtstag haben, haben eventuell mit diesem Phänomen zu tun, dass sie Leute kennenlernen, die, wo sich dann nach einer Weile rausstellt, dass diese Situation sich noch mal ändert oder wo viele Unklarheiten vorhanden sind. Also auch da einfach schön gucken und sich das erstmal ein bisschen aus der Distanz anschauen. Genau. Ja, und dann ist für euch eben auch noch wichtig, das ist eben diesen Monat ein ganz großes Thema, dass der Merkur rückläufig wird. Einfach Merkur ist euer Herrscherplanet, müsst ihr besonders darauf achten. Und zwar ab dem 13. August im Zeichen Jungfrau hier auch noch in Spannung zur Zwillingesonne. Das ist nicht ganz ohne, ne? Und das Ganze ist passiert zu Beginn der zweiten Dekade. Und der Merkur läuft dann auch wieder zurück in die ersten Dekade. Also die Geburtstagskinder werden das vielleicht besonders spüren. Und wisst ihr ja schon, rückläufiger Merkur sind Missverständnisse, sind Planungsschwierigkeiten. Es fehlen einem Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Also die 3 Wochen, die danach kommen, müsst ihr einfach insgesamt ein bisschen aufpassen und damit rechnen, dass Dinge nochmal revidiert werden, dass fehlende Informationen noch nachgeholt werden müssen. Und wie gesagt, auch möglichst keine Verträge unterschreiben in der Zeit. So, hätten wir das geschafft. Jetzt kommen wir noch zu den aktuellen Konstellationen im August. Der fängt ja an mit der Sonne im Löwen und das ist auch sehr vorteilhaft für euch, denn die Sonne bildet einen schönen Sextilaspekt zur Zwillingesonne und zwar aus dem dritten Haus. Und das ist ja auch euer Haus, also das Zwillingehaus. Das heißt, ihr seid sicherlich sehr inspiriert, habt vielleicht auch die Möglichkeit, interessante Leute kennenzulernen, fremdsprachige Leute oder durch Wissenserweiterung, Webinare und solche Sachen könnt ihr gut in Kontakt kommen. Und die Sonne im Löwen steht in der zweiten Dekade. Dann haben wir, wie gesagt, den Merkur, euren Herrscher, steht in Spannung zur Zwillingesonne in der ersten Dekade im vierten Haus. Die Venus steht im Krebs, das ist auch nicht schlecht für euch, denn dadurch steht sie im zweiten Haus, im Geldhaus. Das ist meistens eine gute Zeit, um sich was Schönes zum Anziehen zu kaufen, ein bisschen Geld für die Schönheit auszugeben, aber nicht zu viel. Haben wir ja gesagt, Jupiter, Pluto, ne? Nicht zu viel Geld, aber so für euch was Gutes zu tun. Und dann haben wir auch noch den Mars, der steht auch im Löwen in der ersten Dekade, bildet auch einen guten Aspekt zur Zwillingesonne. Und am 3. August beginnt dann eben die Rückläufigkeitsphase von Uranus, der einfach dadurch besonders stark wirkt und euch so ein Gefühl von Freiheitsdurst eingibt. Vielleicht ändert sich auch was in euren Freundschaften oder ihr lernt neue Freunde kennen. Auf jeden Fall ist das eine besonders starke Kraft, die so viel frischen Wind bei euch reinbringt, aber eben auf eine positive Art. Genau, hier Jupiter-Pluto wird am 4. August exakt, haben wir ja schon besprochen. Schulden vielleicht wegen Spaßprojekten, also dass ihr da vielleicht ein bisschen auf euch aufpasst und auf euren Geldbeutel. Dann am 6. August beginnt der Mars-Aspekt zu eurer Sonne die zweite Dekade. Und stärkt dann also die Zwillinge der zweiten Dekade. Ihr seid dann besonders wortgewaltig und überzeugend. Ist vielleicht auch, wenn ihr jetzt nicht gerade Urlaubszeit habt, eine eventuell eine gute Zeit, um sich irgendwo zu bewerben. So. Dann haben wir am 7. Jahr den Vollmond. Und der Vollmond ist jetzt für euch, und der erscheint als partielle Mondfinsternis und ist für euch auf der Achse 3 und 9, also die Philosophie- und Sprachachse, vielleicht ganz spannend, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, Ausland, interessante Kulturen und so, das ist alles sehr interessant, aber
Weil es eben eine Finsternis ist, kann es sein, dass es zu sehr emotional geführten Auseinandersetzungen kommt. Und das könnte dann in eurem Fall vielleicht tatsächlich das Thema Philosophien sein oder die richtige Ausdrucksweise. Ja, habt ihr vielleicht irgendwie was Falsches gesagt, um Pläne und um Philosophien? Ne? Da könnte es Auseinandersetzungen geben. Und insofern würde ich da auch einfach locker bleiben an eurer Stelle, weil das ist jetzt wirklich nicht wert, sich wegen so etwas zu streiten. Aber vielleicht ist es einfach auch nur eine heiße Diskussion und ihr könnt nicht schlafen und philosophiert deswegen mit euren Freunden. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. So, dann haben wir vom 9. bis 12. August die super heiße Flirtphase. Und da ist für euch besonders interessant, dass die Sonne halt einen schönen Aspekt zu Jupiter bildet. Beide stehen günstig zur Zwillingesonne. Das ist sehr anregend. Hier fünftes Haus, sechs Lebensfreude, drittes Haus. Ja, da kann man also die Leute begeistern. Ihr seid geistreich und witzig. Und da habt ihr dann auch einen Top-Tag am 11., am Freitag, den 11. ist ein Top-Tag für euch, weil da diese Planeten so schön stehen. Und auch noch gleich am Samstag, den 12. Und das wäre zum Beispiel super für eine neue Affäre oder auch für eine kreative Inspiration durch eine Begegnung. Also das sieht alles sehr schön aus, der 11. und der 12. für euch. Dann kommt der 13. August und da wird dann eben der Merkur rückläufig in Spannung zu eurer Sonne. Und wie gesagt, das ist nicht so ganz ohne. Da kann es also wirklich zu Missverständnissen kommen. Aber habe ich ja am Anfang des Videos schon erklärt, ne? Und die Rückläufigkeit ist bis zum 5. September. Und der Mond, der Merkur, wird dann von der zweiten wieder in die erste Dekade zurücklaufen. Genau. Und am 13. haben wir dann auch die Sonne, die ja gut zu euch steht im Sextil. Dieses Sextil geht dann in die dritte Dekade und gibt dann den Zwillingen der dritten Dekade Schwung. Dann vom 13. bis 18. August kommt die Herzensbrecherphase. Ja, da wird dann erst die Venus hier in die Opposition zu Pluto gehen und dann auch noch zu Jupiter. Und da kommt dann wieder dieses Problem, dass das schwierig werden kann für Zwillinge in fester Beziehung, wo man eben vielleicht aus Versehen hier eine Affäre angefangen hat oder wenn es Probleme gibt, auch dazu neigt, sich in eine Affäre hineinzustürzen, um vor diesen Problemen zu flüchten. Am Samstag, den 19. August ab 20 Uhr und bis Sonntag, den 20. August, sind zwei Top-Tage für euch. Das ist das Partywochenende mit hier den ganzen Planeten im Löwen und ab Samstagabend eben auch noch den Mond im Löwen dabei. Das ist super für euch. Da solltet ihr unbedingt ausgehen. Ihr könnt da tolle Leute, interessante Leute kennenlernen und auch viel Spaß haben und sie mit euren geistreichen und witzigen Geschichten begeistern. Und es ist auch toll, wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid und es läuft gut. Dann ist es einfach auch toll, um sich das Wochenende für kuschelige Stunden zu zweit oder für interessante Rollenspiele im Bett freizuhalten. Genau. Ja, und dann ist Montag, der 21. Das ist dann der Tag der Sonnenfinsternis. Um genau 20:25 Uhr findet die statt. Und das ist dann eben auch der Neumond im Zeichen Löwe. Und der findet nun bei euch im dritten Haus statt. Das heißt, die Stichworte Kreativität, Exzellenz und Manifestation haben damit zu tun, wie ihr denkt, was ihr für Einfälle habt und wie ihr die kommuniziert. Das ist ganz toll, auch zur Selbstdarstellung. Und da habt ihr jede Menge neue Ideen und Impulse, wie ihr euch eben in Zukunft selbst darstellen wollt oder auch, was ihr Tolles lernen könnt, um weiterzukommen in eurer Entwicklung. Und zu Vollmond am 6. September zeigen sich dann vielleicht schon erste Ergebnisse für euch. Ab dem 22. August bildet dann der Mars einen guten Aspekt zur dritten Dekade des Zwillingezeichens. Und ab dem 23. August geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau und geht damit in Spannung zur Zwillingesonne im vierten Haus für die erste Dekade. Dann kommt nochmal ein schwieriger Aspekt mit der Venus vom 24. bis 26. Ich denke mal, der wird euch vielleicht nicht so betreffen, aber wenn doch, dann ist es vielleicht eine überstürzte Entscheidung in Freundschaften, vielleicht auch etwas, was mit Geld zu tun hat. Vielleicht habt ihr jemand Geld geliehen, aber da würde ich auch sagen, in diesen beiden Tagen nichts überstürzen, denn ab dem 26. geht die Venus dann in den Löwen und damit auch in einen schönen Aspekt für die erste Dekade des Zwillingezeichens und dann liebt man mit mehr Selbstbewusstsein und sieht die Dinge auch vielleicht nicht mehr ganz so eng. Ne? Genau. Und dann haben wir noch am 31. auch noch einen
Interessanten Aspekt, weil nämlich dann der Merkur, während er rückläufig ist, wieder in den Löwen zurückläuft. Das ist dann auch nochmal eine neue Energie, aber trotzdem, er ist weiterhin rückläufig und deswegen immer schön abwarten, wenn man Entscheidungen trifft, denn es könnten noch Informationen fehlen, man könnte sich es nochmal anders überlegen. Na? Genau, soweit also die wichtigen Konstellationen im August. Wenn das Fragen aufwirft, dann könnt ihr gerne eine Beratung bei mir buchen. Ihr seht das hinter diesem kleinen i, was hier eingeblendet wird. Da findet ihr meine Homepage, da könnt ihr eine Beratung buchen oder auch das Webinar buchen, Antonias Sterne. Am 28. Juli habe ich da einen Termin. Da wird für jeden Teilnehmer und jeder Teilnehmerin eine Frage zum Horoskop beantwortet. Danach mache ich Sommerpause bis zum September. Und wenn ihr bei der Verlosung dabei sein wollt, das ist ja auch spannend, könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und Gewinner oder Gewinnerin werden in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Und um dabei zu sein, müsst ihr mir einfach nur einen netten Kommentar posten. Vielleicht ein bisschen mehr als nur, ich will gewinnen. Also ich freue mich natürlich über was Inhaltliches, wo dann halt auch dabei steht, was euch an meinen Videos interessiert. Vielleicht auch, was ich noch besser machen kann. Irgend sowas Interessantes, aber Nettes. Und meinen Kanal abonnieren. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss noch der Hinweis, falls noch nicht geschehen, schaut euch nochmal das Video Folge deinem Herzen an mit allem über den nördlichen Mondknoten. Alles Gute mit den Sternen!